Ich versuche jetzt mal ein Videotutorial zu produzieren, um zu zeigen, wie man KI-Züge in ein Portal reinsteckt und dieses dann daraus starten, wenn die Zeit gegeben ist. Wir nehmen uns jetzt mal hier so einen Traktorzug zum Beispiel. Da haben wir den schon. Setzen uns einen Lokführer drauf. Und jetzt drehen wir das Ganze. Wir wollen ja, dass die Lok nach vorne steht. Wir schieben das Ganze ein bisschen näher mal ans Portal schon mal weit dran. Kann auch ein bisschen im Portal schon drin stehen. Jetzt gehen wir zum Fahrplan und hier haben wir schon den Zug 1. Der soll um 12 Uhr rausfahren. Dem geben wir jetzt noch ein Ziel. Weil es so einfach ist, nehmen wir uns da ganz einfach das Portal Gießen. Da soll der hinfahren. Jetzt klicken wir das Portal an. Jetzt kommt hier das Portalname und wie das Szenario heißt. Jetzt drücken wir hinzufügen und dann einfach den Zug. Schon steht Zug 1 drin. Zug ist im Portal. Nehmen wir uns mal noch einen zweiten Zug. Das ist ein ziemlich langer Zug. Macht nichts. Haben wir ihn schon mal angeklickt. Jetzt brauchen wir noch einen Lokführer. Wir haben, glaube ich, keine Lok davor, oder? Täusche ich mich jetzt. Ups. Alles anwählen. Und drehen. Doch, da vorne ist ein Seher. Wieder ein Lokführer. Und auch da drauf. Wir haben hier den Lokführer. Wir haben ihn schon fast im Portal drin stehen. Gehen wir wieder hier auf unsere Uhr. Auf unseren Fahrplan bis 6. Hier ist der Zug 2. Das ist der Zug, den wir jetzt gesetzt haben. Natürlich 12 Uhr. Das geht nicht. Das machen wir mal auf 12 Uhr 2. Und als Ziel nehmen wir wieder Gießen. Auch ein Portal. So. Jetzt klicken wir wieder das Portal an. Machen hinzufügen. Und klicken auf den Zug. Zug 2 steht drin. Das könnten wir als weitermachen. Wie viele Züge genau da reingeht, weiß ich nicht, aber sehr wahrscheinlich ganz viele. Zwei Züge sind im Portal mit 2 Minuten Abstand. Können wir das Ganze mal speichern. Ich mache jetzt mal ein bisschen Zeitraffer. Und da kommt unser Traktor zu. So, das war's eigentlich. Wie gesagt, Portal, im Portal so wie Züge backen, wie man möchte. Fahrplan eingeben und dann ins Spiel reinschicken. Das war's, danke, tschüss.